Seid gegrüßt, Ladies und Gentlemen, und herzlich willkommen bei Dark Schnegge Reviews zu einer weiteren Folge Ask Schnegge hier auf dem Kanal. Das heißt, ich beantworte eure Fragen, die ihr unter die letzten Videos gestellt habt. Und heute geht es munter weiter, denn ich hatte wirklich sehr viel Material und werde das so ein bisschen mixen mit ein paar neueren Fragen. Also, los geht's! Den Anfang in der heutigen Folge macht der gute Conan Anthony Motti. Der gute Motti ist auf dem Kanal sehr aktiv, ja. Der hat insgesamt gleich drei Fragen für mich am Start. Und da fange ich mal an mit der allerersten Frage. Frage 1 ist, welche drei Hot Toys Star Wars Figuren wären deine Wahl? Und das ist natürlich klar, dass das von Motti kommt, denn der ist großer Star Wars Fan. Und viele von euch haben es vielleicht auch schon gesehen, in meiner Sammlung gibt es keine Star Wars Figuren. Das wird sich demnächst aber, denke ich, mal ändern. Was heißt demnächst? Wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Aber hätte ich jetzt persönlich die Wahl, würde ich sagen, ich habe nur noch einige in der Hand halten dürfen, habe sie euch vorgestellt. Als erstes würde ich mal sagen, der Anakin Skywalker. Und zwar die Sith-Version. Die hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch gerade mit der Base, mit diesem Androiden, wo er halt drauf war. Ich fand den Obi-Wan Kenobi aus der Prequel-Trilogie sehr cool. Darth Maul auf jeden Fall ist auch wirklich eine sehr, sehr nice Figur. Und ich habe mir, um die Frage damit schon mal ein bisschen vorweg zu beantworten, tatsächlich den Mandalorianer bestellt. Das wäre dann meine allererste Star Wars Figur. Frage 2 ist sehr interessant und ich denke mal, das haben sich auch viele gefragt, die vielleicht auch im Bereich Dragon Ball große Fans sind. Wenn der Drache Shenlong alle seine Dragon Balls oder wenn ihr alle Dragon Balls gesammelt habt und Shenlong den Drachen halt ruft, dann erfüllt ihr euch drei Wünsche. Was wären meine drei Wünsche, die ich bei Shenlong halt in Erfüllung gehen lassen würde? Das ist schwer, aber ich kann euch zumindest sagen, Punkt 1 wäre bei mir auf jeden Fall die Gesundheit, weil die Gesundheit, die ist bei mir leider nicht wirklich sehr, sehr toll. Punkt 2, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich denke mal, Geld wäre schon eine schöne Sache, aber keine Ahnung. Einfach die Gesundheit, ein bisschen finanzielle Sicherung und ich habe keine Ahnung, ansonsten keine Ahnung, was man sich da noch so wünschen könnte. Ich habe da nicht so die Vorstellung, bin ich ganz ehrlich zu euch. Also das sind so diese beiden Aspekte, mit denen ich im Real Life so ein bisschen struggle. Das ist halt Gesundheit und das Finanzielle. Das ist alles, denke ich mal, aber bei dem einen oder anderen genauso das Gleiche. Aber so diesen einen ultimativen Wunsch, keine Ahnung, ob man nicht einfach mal sich wünscht, dass man den Weltfrieden hat. Aber ob das so auf die Dauer gut geht, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass wir technologisch dann auf dem Stand sind, wie zum Beispiel in Star Trek oder Star Wars, dass wir fremde Planeten einfach so besuchen können. Das wäre für mich so ein kleiner Wunsch. Stellt euch das mal vor, ihr könnt jetzt einfach auf ein Raumschiff und fliegt aus unserem Sonnensystem hinaus zu anderen Welten und könnt euch das einfach mal angucken. Das wäre auch mal ein Wunsch. Das wäre eine coole Sache auf jeden Fall. Da wäre ich mit dabei. Auf jeden Fall wäre ich da mit dabei. Beam me up, Scotty. Frage 3 ist, bist du mit deiner kleineren, persönlicheren Community glücklich? Oder wäre dir eine 100.000 oder 1 Million Member Community lieber mit 1.000 Kommentaren und 8.000 in einem Livestream? Die Community, die ich jetzt habe, das heißt ihr, die Leute, die dieses Video jetzt gerade schauen, die liegen mir sehr, sehr, sehr am Herzen und ich bin sehr glücklich und sehr froh, dass ich überhaupt die letzten Jahre es geschafft habe, ja knapp 4.000 Abonnenten überhaupt zusammenzukriegen. Und die meisten, die geblieben sind, die meisten, die da sind, die sind wirklich eine tolle Community, sind wirklich schöne Zuschauer. Und wie ihr generell da draußen halt Videos kommentiert, es gibt so viele, die immer wieder was darunter schreiben. Und wenn es einfach nur mal ist, cooles Video oder sonstiges, aber ihr seid da, ihr vertragt euch größtenteils untereinander. Es gibt kein Beef, es ist alles schön. Ich denke, wenn wir größer werden würden, wo ich persönlich, ehrlich gesagt, nicht mehr dran denke, dass Dark Schnegge Reviews der riesengroße Toy-Channel in Deutschland wird, das muss er aber auch nicht. Ich glaube, wenn wir größer sind, ist klar, es sind mehrere Leute auf einem Haufen, es sind mehrere Leute mit verschiedenen Meinungen und Geschmäckern und dann kommt es über Zeit natürlich auch zu Beef. Das ist ganz normal, das siehst du bei jedem großen YouTuber oder generell, wenn du, was hast du geschrieben, eine Community ab 100.000 oder 10.000 Abonnenten. Das ist klar, dass da sich nicht alle verstehen und es gibt natürlich auch da, wie auch schon bei mir mittlerweile, den ein oder anderen Neider oder so ein bisschen Hater oder einer, der einfach nur so ein bisschen Trouble will.
ich weiß nicht, diese kleine, feine Community ist eine schöne Sache. Da bin ich ganz ehrlich zu dir. Ich glaube, ich würde mich natürlich wie jeder andere auch freuen, wenn wir noch größer werden. Ne, wenn Dark Schnegger Reviews mehr Leute erreicht. Aber ich denke mal, über Zeit würde es tatsächlich so sein, dass einem das fehlt, diese kleine Community, die sich einfach verträgt, dass da man nicht zwischengrätschen muss oder sowas. Ich stelle mir das unglaublich schwer vor, gerade für die ganzen Streamer, die, ja, keine Ahnung, was Mutti sagt, die 8000 Kommentare in einem Livestream, das läuft alles rauf und runter. Alleine würde ich das Ganze sowieso nicht mehr schaffen. Da bräuchte ich dann natürlich auch Moderatoren und. Und so wie es eigentlich mit der Community ist, bin ich sehr, sehr glücklich und ich bin natürlich auch jedes Mal glücklich, wenn ihr dabei seid und unter jedem Video einen kleinen Kommentar lasst. Mit einer kleinen Community lässt es sich auf jeden Fall einfacher erleben. Aber wenn der Kanal ein bisschen noch wachsen würde, würde mich das auch noch freuen, wenn wir noch so ein paar Leute mehr halt in unsere kleine Community mit halt einladen könnten. Alan Ripley hat eine Frage, die könnte sich jeder Sammler auf jeden Fall selber mal stellen und ich glaube, jeder Sammler wäre völlig überfordert. Es hat nichts mit der Nostromo oder irgendwelchen Aliens zu tun, ne, weil das Alan Ripley ist. Nein, es ist die Frage, deine Wohnung brennt und nur eine Figur kannst du retten. Welche ist es und aus welchem Grund? Da hätte ich ein Riesenproblem, gerade wenn ich so im Hintergrund gucke. Ich habe natürlich eine Menge Favorites und eine Menge coole andere kleine Figuren noch. Natürlich ist es wichtig, dass ihr als allererstes an euch selbst denkt und natürlich rausrennt. Aber wenn ihr gerade noch während dieser Aktion, wenn es brennt oder sowas, irgendwie eine Figur in der Nähe habt und euch irgendwie eine greifen könnt, ich weiß es nicht. Ich persönlich würde ja eher sagen, ich schnapp mir schnell einen Wäschekorb außer dem Badezimmer und räume so viel da noch rein von dem Krams hinter mir, wie es geht, weil total verrückt. Aber das ist halt ein Sammler auch, wenn man natürlich da an erster Stelle an sich selbst denken sollte und sofort das Gebäude verlassen sollte. Aber hier steckt natürlich auch wie bei vielen anderen Sammlern auch das Herzblut drin und das würde mir echt wehtun, wenn hier einiges wirklich den Flammen zum Opfer fallen würde. Na, gerade auch meine Bilder, meine eigenen Zeichnungen, das sind Unikate, die gibt es nur einmalig. So eine Figur kann man sich immer mal wieder kaufen, wenn man das Geld dann irgendwann mal wieder hat. Aber puh, das ist echt eine schwere, fiese Frage, muss ich sagen. Was würdet ihr tun? Könnt ihr mir unten in die Kommentare reinschreiben. Dann fragt Alan Ripley noch, hast du schon mal Erfahrungen mit Pop-Toys gemacht und kannst du die Firma weiterempfehlen, besonders wegen den Gesichtern? Pop-Toys habe ich bisher leider keine Erfahrung gemacht. Ich habe da auch noch nicht wirklich mal mit meinem Sponsor drüber gesprochen, ob wir da auch mal was von zeigen können. Das kann ich dir jetzt so nicht sagen, aber auf den Bildern sieht es meist immer alles sehr vernünftig aus. Aber das müsste ich halt in Hand halten und dann könnte ich dir natürlich oder euch da draußen zeigen, was ich davon halte und ob diese Firma generell oder die Figuren irgendwas taugen für unsere Sammlung. Jetzt kommt ein Zuschauer, den kenne ich persönlich noch gar nicht und ich musste zweimal lesen, damit ich hier seinen Namen nicht falsch lese. Er heißt, lasst mich Arzt, ich bin durch. er hat eine Frage gestellt. Hi Schnegge, meine Frage ist, wie viel kostet eine Hot Toys Figur und wie viel hast du schon für alle Figuren ausgegeben? Ich würde mich über eine Antwort freuen und die kriegst du jetzt auch. Da du natürlich scheinbar sehr neu hier auf dem Kanal bist und noch nicht wirklich so die große Ahnung von Hot Toys Figuren hast, kann ich dir gleich vorweg sagen, es ist ein unglaublich teures Hobby und das Hobby wird immer teurer. Die Figuren, ich sage jetzt mal grob, fangen ab 220 bis 250 Euro an. Na, wenn du jetzt aber mal, sagen wir mal, du bist Fan von einer Iron Man Figur oder bist großer Iron Man Fan, dann kannst du da schon mit locker 400 bis 500 Euro pro Figur rechnen, weil die aus Diecast sind, aus Metall, die sind nochmal ein bisschen hochwertiger verarbeitet, ist kaum noch Kunststoff. Also so, ich sag mal so, großer Prozentsatz davon ist dann halt aus Metall und das treibt natürlich den Preis noch in die Höhe. Natürlich in letzter Zeit werden so einfache Figuren, wo gar nicht großartig viel mehr dabei ist, wie nur ein paar austauschbare Hände oder ein kleiner Effekt oder eine Waffe, die gehen mittlerweile auch locker auf 250 Euro bis 300 hoch. Ist ein teures Hobby, ganz ehrlich. Und was ich dafür ausgegeben habe, möchte ich persönlich gar nicht wissen. Aber ich kann so viel sagen, auch generell so die gesamte Sammlung, die ich besitze, da kannst du dir wahrscheinlich mittlerweile einen schönen Kleinwagen von kaufen. Violet Own fragt mich, gibt es eine Verschwörungstheorie, an die du glaubst? Oh, die Verschwörungstheoretiker. Die sind ja momentan richtig in Hochkonjunktur. Das lese ich auch ganz oft auf Facebook, auf Instagram, Twitter. Naja, also Instagram wahrscheinlich nicht, aber auf Twitter und Facebook ganz, ganz schlimm. Gerade zum Thema Corona, das ist alles nur gefaked und hab da nicht gesehen. Und oh, Verschwörungstheorien sind meiner Ansicht nach nichts für mich. Also ich will da jetzt auch keinen irgendwie in seiner Meinung irgendwie
irgendwie berichten oder sowas oder halt sagen, hier, du redest nur Bullshit. Das ist natürlich jedem selbst überlassen, was er glaubt und an was er glaubt. Verschwörungstheorien sind persönlich mir nie in den Sinn gekommen, dass ich an sowas glaube. Obwohl man könnte immer so, wisst ihr, ich bin immer so in dieser Schiene, so was außerirdisches Leben anbelangt. Und da, wo ich wirklich tatsächlich dran glaube, ist die Sache mit Roswell, dass damals da tatsächlich wirklich vielleicht was abgestürzt sein könnte, obwohl es eigentlich eher nach einem Wetterballon aussieht, dass die Regierung da viel vertuscht hat damals, die Vereinigten Staaten. Das machen sie wahrscheinlich heute noch genauso, aber ich bin jemand, ich lese mir das mal durch, ich schmunzel mir hin und wieder mal ein. Manchmal gibt es so Momente, wo ich mir denke, okay, das hört sich sogar relativ plausibel an, aber ich muss einen handfesten Beweis haben. Ich muss wirklich überzeugt werden, dass diese Verschwörungstheorien wirklich Hand und Fuß haben. Und solange sie das nicht haben, überlese ich das, denke mir meinen Teil und dann ist gut. Also so eine richtige Verschwörungstheorie, die es jetzt momentan oder die momentan so grassieren oder in den letzten Jahren, da glaube ich persönlich nicht dran. Patrick Brunner ist heute am Start mit einer Frage und zwar, hey Schnegge, glaubst du, wir bekommen noch den Danny DeVito alias Pinguin und Michelle Pfeiffer alias Catwoman in Hot Toys Format? Das wäre hammergenial und er wünscht mir natürlich noch einen schönen Tag. Und oh Gott, wäre das schön. Mein 91er Batman ist verdammt einsam da hinten und gerade Pinguin und Catwoman, also die Michelle Pfeiffer Catwoman, das wäre der Hammer. Ich glaube persönlich noch dran, weil ich meine, ich habe mal irgendwo gesehen, dass Hot Toys da so eine kleine Preview gezeigt hat von verschiedenen Figuren und irgendwo im Hintergrund hatte man was gesehen und ich meine, da war tatsächlich was von Catwoman zu sehen, irgendwie neben dem Batman, Forever Batman. Also irgendwo, irgendwie in den großen Hallen von Hot Toys ist da was in der Mache. Ich glaube aber nicht, dass das dann eine reguläre Figur wird. Es kann sein, dass das dann natürlich ein Toy Fair Exclusive wird. Da bin ich mal gespannt. Den Danny DeVito Pinguin glaube ich persönlich eher weniger, weil das ist dann wieder die Kategorie reinster Schurke. Das bedient Hot Toys ja leider nicht mehr so groß. Daher würde ich sagen, dass die Chancen kommen, dass die Catwoman noch erscheint, die Michelle Pfeiffer Catwoman, würde ich sagen, ja, ich sag mal so 70%, sie dürfte erscheinen. Wenn sie erscheint, dann werden wir alle sehr, sehr glücklich sein. Ich hoffe es zumindest, Patrick. Die nächste Frage kommt von Peter Pan. Er fragt mich, hey Schnegge, ich würde gerne wissen, wird jede Hot Toys Figur handgefertigt? Was schätzt du oder weißt du über die Auflage von Hot Toys Figuren? Wird jeder Headsculpt einzeln gesculptet? Weißt du, wie viel ein deutscher Händler im Schnitt für die Figuren zahlt und wie hoch die Gewinnmarge dann für den deutschen Händler ist? Da kommt noch eine Frage, also er hat eine Menge gefragt. Als erstes mal die Frage zu den handgefertigten Figuren. Hot Toys ist wie jedes andere Collectible oder wie jede Actionfigur eine Massenware. Und die wird natürlich in einer Fabrik hergestellt. Was wirklich handgefertigt wird, ist der Prototyp, denn Hot Toys hat einen hauseigenen, unglaublich guten Sculptor, der macht die Headsculpts zum Beispiel alle komplett per Hand. Ne? Also der setzt sich daran und arbeitet dran und macht die wirklich per Hand noch fertig und der erste Prototyp wird auch von Hand bemalt. Das ist dann so gesehen die Vorlage für die Fabrik, wonach dann halt die Figuren, die wir in der Sammlung haben, dann halt ja gebaut werden oder hergestellt werden halt. Ne? Was die deutschen Händler anbelangt, was die generell an den Figuren verdienen, das kann ich dir persönlich gar nicht sagen, weil ich bin kein Händler, ich bin nur ein Reviewer, ein Hot Toys Reviewer oder ein Vorsteller auf YouTube, da habe ich keine Ahnung von. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Händler gar nicht mal so viel dabei rauskriegen. Bei den Händlern wird es wahrscheinlich eher so sein, dass die jetzt nicht an einer einzelnen Figur viel verdienen. Persönlich tippe ich mal so auf 10 bis 20 Euro, aber ich glaube, das ist schon sehr hoch geschätzt. Ich denke mal, eher bei den Händlern wird es so sein, dass es bei denen auch die Masse macht. Die Masse an Vorbestellungen oder die Masse an Bestellungen an Figuren, daraus ergibt sich dann deren Einkommen halt. Ne? Weil ich glaube generell, ich habe da auch mal schon mal mit dem Peter von Amazing Collectibles kurz ein bisschen drüber geschnackt. Es geht mich persönlich nichts an, was ein Händler generell macht oder was die Händler da draußen treiben. Es ist viel, was die selbst bezahlen. Ihr müsst auch bedenken, sie haben zwar einen Einkaufspreis, aber bei dem Einkaufspreis weiß ich jetzt auch nicht, was da dann noch alles für Großhandel draufkommt, für Shipping draufkommt und. Ich denke mal schon, dass tatsächlich an diesen teuren Hot Toys Figuren generell die Händler
keine 20 bis 30 Euro höchstens haben werden. Also das glaube ich persönlich nicht. Daher, ich habe da aber auch keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin da kein Händler. Habe ich null Plan von und ich bin auch froh, dass ich kein Händler bin, weil den ganzen Stress, ich glaube, das wäre nichts für mich. Persönlich gar nicht. Dann kommt noch die Frage, hast du eine Ahnung oder Vermutung, wann die zweite Gamora-Version erscheint? Ja, wir haben jetzt ja vor ein, zwei Wochen haben wir ja tatsächlich noch mal eine Vorbestellung gekriegt zur Endgame Captain Marvel. Und da gab es auch dieses schöne Komplettbild mit den ganzen Marvel Girls, wo Gamora bei war, wo auch die Wasp mit bei war. Und Wasp und Gamora, das sind zwei Figuren, da werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen drauf warten. Ist natürlich jetzt auch der aktuellen Situation zu verschulden. Ich habe da leider auch überhaupt keine Ahnung von. Das kommt dann einfach wieder mal so relativ fix und dann werden wir alle überrascht sein, wenn die Figuren irgendwann mal erscheinen. Keine Ahnung. Dann fragt er noch, werden wir in 10 Jahren auch noch Hot Toys Figuren bekommen und sammeln? Danke und Gruß Alex. Oh, er heißt Alex. Peter Pan ist Alex, okay. Alex, ich denke schon, dass es das noch geben wird. Aber ich denke schon, dass wenn wir jetzt mal über die Preisentwicklung von Hot Toys ein bisschen logisch nachdenken, dass sich die Sammlergemeinde doch stark reduzieren wird auf den Hardcore-Kern. Denn die Stimmen werden natürlich schon die letzten Jahre schon, sehr, sehr lange schon, seit meinem Anfang mit YouTube fing das schon an, werden die Stimmen laut halt, es wird einfach zu teuer. Es ist einfach eine Unverschämtheit und die Preise, wer will das denn noch alles bezahlen? Letztes Beispiel war ja nun auch eine meiner Reviews, der Iron Man Mark 7, wo Hot Toys tatsächlich sogar sehr lazy war und einen Stand mit dabei gepackt hat. Übrigens danke nochmal für alle, die kommentiert haben. Dieser Stand war nämlich von einer Hot Toys Terminator Figur und das war 1:1 einfach das Ding, wo sie nur die LEDs ausgebaut haben und dann halt vorne noch die silberne Nameplate draufgeklatscht haben mit Iron Man. Und dafür bezahlt ihr dann aber 500 Euro. Ja, und das sind so Sachen, ich weiß nicht, in welche Richtung die noch gehen wollen. Mittlerweile ist Hot Toys schon fast so, dass die sich an Preisen annähern für eine 1:6 Actionfigur, die man vergleichweise oder mit dem Preis vergleichen kann wie von einer 1:4 Sideshow-Statue. Die sind im Bereich 500 bis 600 Euro, wenn es jetzt nicht die ganz krassen sind. Na, aber das ist kein Vergleich mehr und ich finde das auch eine absolute Frechheit, wohin halt die Preise gehen. Und daher denke ich mal, dass sich die Sammlergemeinde auf den harten Kern irgendwann reduzieren wird, weil wer kann sich das noch alles erlauben? Es ist jetzt schon unglaublich schwer und daher, ich bin mal gespannt, aber ich glaube schon, dass es Hot Toys in 10 Jahren noch geben wird. Als nächstes kommt UGHD an den Start und fragt mich, was hat dich in die Welt der Figuren, Comics, Mangas, das ganze Nerdzeug verleitet und ab wann hast du angefangen, dich dafür zu interessieren? Und lieber Ugi, das kann ich dir gleich ganz locker beantworten, von Anfang an der Zeit, als Schnegge noch krabbelte auf seinen vier Beinchen, naja, wo ich halt schon laufen konnte, ich bin damit halt groß geworden. Ich bin ein Kind der 80er, ich bin ein 1982er Jahrgang, rechnet hoch, wie alt Schnegge mittlerweile ist. Und das war so die Glanzzeit von Nerd-Stuff irgendwie. Wir hatten damals Masters of the Universe, wir hatten damals Bravestar, Galaxy Rangers, Thundercats, Transformers. Wir haben eine unglaublich coole Kindheit gehabt, mit unglaublich coolem Spielzeug und da ist man eigentlich nie rausgewachsen. Es gibt viele Bekannte von mir, die haben genau das Gleiche geguckt wie ich, sind aber dann natürlich ganz andere Wege gegangen. Es gibt aber auch viele, genauso wie ich, die diese Liebe und Leidenschaft dafür behalten haben und haben das bis ins hohe Erwachsenenalter halt immer noch geguckt und lieben es und sammeln Figuren und alles. Also ich bin eigentlich so gesehen von Anfang an, solange wie ich denken kann, bin ich großer Fan von diesem ganzen Nerd-Stuff und Figuren und Comics generell. Comics kann ich mich noch erinnern, als ich relativ klein war, habe ich damals bei meiner Oma Comics gelesen von meiner Tante. Die hatte sie dann noch irgendwo in einer Schublade drin. 70er, 80er Jahre Comics von Superman und Batman. Das waren so gesehen meine ersten richtigen Comics, die ich gelesen habe. Da fing alles mit an und dann später, so Anfang der 90er Jahre, wo die Turtles dann kamen, haben mir meine Eltern mir Turtles Comic-Hefte gekauft oder ich habe sie mir persönlich dann irgendwann von meinem Taschengeld gekauft oder habe auch Comics generell ganz lustig gefunden durch das Yps-Heft zum Beispiel. Ich war immer drin in dem ganzen Thema und bin da nie rausgekommen. Als nächstes kommt Markus Lindner, der fragt mich, hey Schnegge, schaust du Wrestling? Traurig wegen den Marvel-Verschiebungen und hast du Disney Plus? Wann bist du gehypt? Wenn bist du gehypt auf Marvel, Star Wars etc.? Bleib gesund, schöne Grüße, Magnus.
Ja, ich habe eine Zeit lang wirklich intensiv Wrestling geguckt, lieber Magnus, aber ich habe damit leider aufgehört. Ich verfolge es aber so ein bisschen noch auf YouTube, was so abgeht. Da gibt es ja dann immer die aktuellen Folgen, die aktuellen Matches, was ist da gerade passiert und. Ich finde es momentan leider sehr, sehr, sehr traurig oder sehr schlimm, wie jetzt generell durch den ganzen Corona-Kram das bei der WWE abgeht. Ich meine, wir sind uns jetzt mal alle einig und machen hier Real Talk. Wrestling ist Fake. Und da kann mir kein anderer was sagen. Gerade jetzt merkt man das umso mehr, wenn man jetzt sich die WWE anguckt und die da kämpfen. Die kämpfen vor keinem Publikum mehr. Die sind, glaube ich, sogar in ihrem Trainingscenter, haben das alles so ein bisschen umgebaut. Und wenn man sich das jetzt anguckt, jetzt da merkt man natürlich extremst, oh Gott, ist das schlecht gemacht. Gerade wo ich wirklich immer lachen muss und es ist jetzt in keinster Weise Hate oder irgendwie ich will die WWE schlecht machen, aber es gibt tatsächlich diesen einen Typen, der hinter der Kamera irgendwo an einem Mikrofon sitzt und jedes Mal, wenn sich jetzt, sagen wir mal, Brock Lesnar mit The Big Show schlägt oder so und die hauen sich gegenseitig einen auf die Nase, gibt es immer einen, der diesen hier macht. Ne, oder... Und gerade jetzt, wenn das Publikum nicht dabei ist, wirkt das noch umso schlechter, muss ich sagen. Daher, das kann ich mir momentan nicht geben. Ich habe sehr gerne SummerSlam geguckt. WrestleMania war super genial, immer die paar Stunden. Ich habe eine Menge SmackDown und Raw generell geguckt. NXT ist nicht so meins. Meine Glanzzeiten waren damals wirklich noch, als Eddie Guerrero dabei war, zusammen mit Rey Mysterio. Das waren noch wirklich die coolen Zeiten. Mittlerweile bin ich nicht mehr so, dass ich sage, ich habe einen Wrestler, der cool war. Ich freue mich immer mal, wenn The Rock wiederkommt oder wenn ich John Cena mal zum Beispiel sehe. Gut, ich mag Roman Reigns persönlich sehr gerne. Da haben mich damals viele für gehatet, komischerweise. Aber ich finde den persönlich sehr, sehr genial. Seth Rollins mag ich noch. Bei den Mädels zum Beispiel war ich großer Fan von Paige. Die hat ja nun auch aufhören müssen, weil sie komplett mit dem Nacken kaputt ist. Und ich finde es cool. Ich finde es irgendwie schon cool. Wrestling hat jeder gerne mal irgendwie geguckt oder jeder kennt es halt. Gerade auch damals, 80er Jahre, 90er Jahre, Hulk Hogan halt, ne? Oder Randy Savage, der Macho Man. Es sind coole Sachen am Start. Es macht Spaß zu gucken. Aber momentan aktiv gucke ich das halt nicht mehr. Ansonsten die Frage wegen Disney Plus. Ich habe Disney Plus, ja, ich habe es. Ich habe es mir aber jetzt erstmal nur geholt, weil ich nochmal den Mandalorianer gucken möchte. Aber da ist jetzt, glaube ich, auch diese Woche, wo diese Folge Ask schnell rauskommt, die erste Season vorbei. Und dann werde ich Disney Plus wieder deabonnieren. Warum? Ganz einfach. Disney Plus gibt mir einfach nicht das, was ich jetzt durch Netflix oder Amazon Prime habe. Disney Plus ist ein schöner Anfang gewesen. Es ist schön, mal die ganzen Disney-Filme wieder zu sehen, so ein bisschen diese Nostalgiespur wieder zu haben, wenn man auch mal die ganzen klassischen Zeichentrickfilme sehen kann. Aber die Langlebigkeit von Disney Plus existiert für mich noch überhaupt nicht. Wir haben nur den Mandalorianer als fortlaufende Serie jetzt zurzeit gehabt und ansonsten habt ihr halt die ganzen Disney-Filme drauf. Ihr habt alles drauf von Star Wars, von Marvel. Es ist gefühlt alles irgendwie am Start. Ihr könnt alles durchgucken, wenn ihr jetzt nicht noch nebenbei Filmsammler seid. Und ich habe alles, was mich interessiert, was ich auf Disney Plus gucken würde, generell hier als Blu-ray. Daher muss ich das nicht auf Disney Plus gucken. Und ich habe leider auch gemerkt, dass die Performance von Disney Plus teilweise noch wirklich unter aller Sau ist. Großes Beispiel, ich bin mit meinem besten Kumpel momentan dabei, Star Wars durchzugucken, weil er persönlich nie was mit Star Wars halt hat angefangen. Und ich dachte mir, ich bringe jetzt so ein bisschen da rein. Und wir gucken halt, gerade sind wir jetzt bei der klassischen Trilogie angelangt. Ich habe die auch hier auf Blu-ray, aber ich dachte, Mensch, cool, wir haben gerade Mandalorian geguckt, lass uns doch mal eben noch den zweiten Teil der klassischen Trilogie hier auf Disney Plus gucken, da muss ich die Blu-ray nicht rausholen. So, das Bild laggt, es wackelt, es ruckelt, es ist teilweise eine bescheidene Verbindung bei mir. Viele Sachen, Serien auf Disney Plus, wo ich mich drauf gefreut habe, zum Beispiel X-Men, ist nur auf Englisch, es gibt keine deutsche Tonspur, wenn eine deutsche Tonspur dabei ist, Gargoyles, die allererste Folge. Ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile gefixt haben, aber das hat sich so unglaublich schrecklich angehört von der Tonspur her, als hätte einer irgendwie eine Schallplatte irgendwie kaputt gemacht und hat die versucht trotzdem noch abzuspielen. Ich habe das Problem, dass sich viele Filme bei mir, während ich sie gucke, ganz komisch, ich weiß auch nicht, ob das bei euch vielleicht auch so ist, aber die Filme fangen an, sich vorzuspulen. Die Tonspur bleibt aber an der Stelle, wo ich ganz normal gucke. Das heißt, das Bild ist schon ganz weit woanders und die Tonspur läuft normal weiter, bis dann irgendwann wahrscheinlich so ein interner Lag oder sowas merkt, oh fuck, jetzt muss ich aber alles wieder irgendwie gleich machen. Und dann spult der Ton wieder zur aktuellen Szene und es gibt einen kleinen Haker und dann geht der Film weiter. Sehr nervig, gerade wenn man jetzt, sagen wir mal, Disney-Filme sieht wie
Aladdin, König der Löwen oder sowas, wo gerade so schön die klassischen alten Lieder gesungen werden und auf einmal geht das so weiter. Und Disney Plus ist beim besten Willen noch lange nicht ausgereift und ich bin ehrlich gesagt froh, dass die ganzen Marvel-Serien, wo du ja auch gerade dazu was gesagt hast, dann verschoben wurden, ne? Weil die können wir momentan ja auch nicht drehen. Wenn die Serien kommen sollten von Marvel, auch von Star Wars, bin ich natürlich wieder mit dabei. Aber jetzt nach der letzten Folge Mandalorian mache ich offiziell einen Cut und werde erstmal Disney Plus wieder deabonnieren. Ich bin froh, dass ich mein Netflix und mein Amazon Prime habe. Da habe ich über Zeit für mich persönlich mehr, was mich bockt, wo ich dann mal öfters reingucke halt. Ciara fragt mich, wenn du Computerspiele spielst, welche spielst du? Ja, kommt wieder zum Nerdstuff was Neues dazu. Ich bin eher der Fan von Action-Adventure-Spielen. Also ich bin jemand, der gerne sowas wie Assassin's Creed spielt. Ich bin jemand, der gerne die Tomb Raider-Spiele spielt. Ich bin keiner, der großartig auf der Schiene dieser ganzen Multiplayer-Sache aufspringt, wo viele Bekannte dann auch immer sagen, ist doch langweilig, immer nur alleine zu spielen. Nein, für mich persönlich ist es was Schönes, alleine große Welten zu entdecken und da Stunden halt reinzupelzen. Ich bin keiner, der einfach nur sinnlos immer stundenlang irgendwelche Shooter spielt, sich gegenseitig auf die Nase haut. Das war ich nie. Ich bin aber auch nie in dieser Zeit groß geworden, wo es Multiplayer extrem gab. Das Einzige in meiner Jugendzeit Multiplayer war noch mit dem Link-Kabel der Gameboy verbunden und dann hat man gegeneinander Tetris oder Dr. Mario gespielt. Das war mein Multiplayer damals. Klar, das Couch-Multiplayer ist was anderes. Das heißt, wenn man jetzt hier mit anderen Kumpels zusammen in der eigenen Butze sitzt und zockt, ist das natürlich auch nochmal um einiges lustiger und macht mehr Spaß, als wenn es jetzt rein online ist, muss ich persönlich sagen. Aber das heißt nicht, dass ich nicht auch online Spiele zocke. Ich bin momentan zum Beispiel echt dabei, auch wenn ich bin überhaupt kein Shooter-Fan, gar nicht. Ich kann das zumindest auf Konsole überhaupt nicht. Aber ich spiele am PC momentan viel Modern Warfare. Ne? Nebenbei mal so ein bisschen so ein, zwei Matches halt mit einem Bekannten zusammen. Und ansonsten halt bin ich tatsächlich auch noch großer Fan von rein klassischen Rollenspielen wie Dragon Quest, Final Fantasy VII Remake. Ich liebe dieses Spiel, das ist unglaublich gut, aber auch teilweise so unglaublich schwer wegen dem Kampfsystem. Und meine große Liebe ist bei den Kampfsportspielen. Mortal Kombat, Street Fighter, Soul Calibur, Guilty Gear, da gibt es so viele, Dead or Alive und Tekken. Das ist auch so, was mich richtig interessiert und wo ich Bock drauf habe. Aber wirklich der große Hauptteil meiner Gaming-Experience liegt im Singleplayer-Action-Adventure-Bereich à la Assassin's Creed oder Tomb Raider, Uncharted für die PlayStation. Die ganzen Batman-Games sind einfach super genial. Das PS4-Spider-Man-Spiel zum Beispiel. Ich habe eigentlich jedes Spider-Man-Spiel gezockt. Einfach nur grandios, macht super viel Spaß. Ja, das ist so meine Schiene, die ich am Gaming habe. Ich habe dazu übrigens noch gesagt oder vergessen zu erwähnen, ich habe ganz viele Zeiten mit Online-Rollenspielen verbracht. World of Warcraft war ein großer Teil meines Lebens eine Zeit lang, ist aber schon lange jetzt vorbei. Ich habe Warhammer Online gespielt, ich habe Ion gespielt, ich habe, sagt schnell, was habe ich noch alles gespielt? Ich habe so viele Online-Rollenspiele gezockt, die ich gar nicht mehr weiß. Terra habe ich gespielt. Ich habe Arc Age gespielt. Ich habe Black Desert Online gespielt. Sogar Herr der Ringe Online habe ich mal angefangen, aber das war dann gar nicht mehr so meins. Und Rollenspiele oder Online-Rollenspiele momentan immer noch mal hin und wieder ganz kurz nebenbei Final Fantasy XIV. Schönes Online-Rollenspiel und auch da spiele ich wirklich alleine, weil ich einfach die Story genießen will und das kannst du bei Final Fantasy XIV wirklich auch machen. Das hat eine schöne Story, das gefällt mir sehr und das ist so der Bereich im Gaming. Ansonsten bin ich auf dem Handy am Start, das habe ich ja schon ganz oft mal erwähnt. Mein Nummer 1 Handygame ist das Marvel Future Fight Spiel, da bin ich seit fast 5 Jahren am Start. Da habe ich eine eigene kleine Allianz, die Brovengers. Wir sind eine kleine Casual Allianz, da kann einfach jeder reinkommen, der möchte. Es gibt keine Verpflichtung etc. Und da sind wir halt einfach so täglich halt im Gange. Da muss ich sagen, bin ich wirklich sehr lange mit dabei und das macht mir immer noch Spaß. Und ja, ich zocke doch relativ viel, muss ich sagen, aber nicht mehr so viel wie früher. Das hat sich auch alles ein bisschen abgeflacht. Als nächstes habe ich hier Mr. Filmflo und der fragt mich, hey Schnegge,
Wie ich glaube zu meinen, war deine erste Hot Toys Figur Baby Doll. Da hast du falsch geglaubt, das war sie nicht. Meine Frage dazu wäre, wie du auf Hot Toys aufmerksam geworden bist und was deine ersten Gedanken waren, als du damals die Preise einer solchen Figur gesehen hast. Also, Mr. Filmflo, nein, meine erste Figur war nicht Baby Doll, meine erste Figur war ein Doppelpack bestehend aus Thor und Odin. Ne? Odin steht da hinten. Ne? Wie bin ich darauf aufmerksam geworden? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich muss irgendwann mal eine Anzeige gesehen haben, als der Thor-Film rauskam, der allererste. Und da muss ich irgendwo online, ich glaube auf Facebook tatsächlich sogar, Werbung von der Hot Toys-Figur von Thor gesehen haben. Und die Figur, die hat mich persönlich sehr beeindruckt. Und ich habe mich da halt mal so ein bisschen halt schlau gemacht und wollte mal wissen, wie cool ist diese Figur, warum sieht die so echt aus und was kostet der Spaß? So, dann bin ich auf eine Shopseite gekommen und habe dann natürlich den Preis gesehen und dachte mir, ach du heilige Scheiße. So viel Geld für eine Actionfigur auszugeben, da musst du doch bescheuert sein. Das machst du niemals! Und guckt hinter mich, ich habe es dann wohl doch gemacht. Damals hat der Thor 165 Euro gekostet, das ist heute ein Schnäppchen. Also dafür würde ich heutzutage locker jede Figur bezahlen, das ist kein Problem. Ich habe damals echt ein bisschen Struggle gehabt, bin ich ehrlich zu dir, so viel Geld für eine Figur auszugeben. Mittlerweile, da man das ja nun schon viele Jahre macht, ist man dann nicht mehr so. Man überlegt nicht mehr so. Man denkt, oh cool, Hot Toys, ja, sehr geil, neue Figur, muss ich haben, Vorbestellung. So, über das Geld macht man sich dann erst hinterher Gedanken, wenn dann halt die Rechnung kommt und das heißt, die Figur ist da. Bezahl mal bitte eben 250 Euro und du denkst so, oh verdammt, sehr günstig gerade, passt gar nicht. Ne, also, wie gesagt, das muss damals irgendeine Werbung gewesen sein und dann war ich halt angefixt und als die Figuren dann hier waren und ich sie das erste Mal in meinem Leben eine Hot Toys Figur in der Hand halten durfte, habe sie mir angeguckt, wie toll die umgesetzt war, wie damals die Gesichter aussahen. Viele Sammler von euch kennen das Gefühl noch. Leider hat sich das über die Jahre dann auch so ein bisschen verflüchtigt, dieses Gefühl, weil es für uns relativ normal geworden ist. Aber das allererste Mal so eine Figur, so eine Hot Toys Figur, zu öffnen und sich anzugucken, das war was ganz Großes. Der gute Yahweh fragt mich, wie bist du auf die Idee gekommen, YouTube zu machen? Wie bin ich auf diese Idee gekommen? Ich habe damals den YouTube-Kanal, ich glaube 2011, 2012 für mich persönlich erstellt und habe meine Zeichnung darauf hochgeladen, aber nicht für die Öffentlichkeit. Ich wollte einfach meine Bilder und die Entstehung dahinter meinen Freunden und meiner Verwandtschaft oder meinen Arbeitskollegen halt mal zeigen, wie das so entsteht, so ein Bild halt, also Piece by Piece, und habe dafür den Kanal eröffnet und habe dann halt auf privat gestellt die ganzen Videos gehabt, die ich dann halt weitergemacht habe. Die Sache mit den Figuren ist dann später halt dazu gekommen, weil ich mit vielen drüber gesprochen habe und bin auch mittlerweile immer mehr in den sozialen Medien, gerade im Facebook, aktiv geworden mit anderen Sammlern. Und ich habe mir gedacht, okay, du hast ja schon einen YouTube-Kanal, dann mach doch das einfach mal so, dass du jetzt gerade die und die Figur abfilmst. In dem Fall die allererste Hot Toys Review oder die allererste Figuren-Review war damals die Baby Doll. Und die habe ich dann halt abgefilmt und habe denen die halt weiter verteilt in den sozialen Medien. Und da kam dann halt die Resonanz zurück. Coole Sache, oder ja, wenn du mal wieder eine Figur hast, dann zeig sie uns doch mal. Und so ging das dann halt immer weiter. Also es war eigentlich eher eine Entscheidung, diesen YouTube-Kanal zu öffnen oder weiterzumachen aufgrund der Sammler oder ihr da draußen, weil ihr wolltet mehr von diesem ganzen coolen sehen. Und das habe ich dann halt gemacht und ich habe halt ja nicht weiter aufgehört. Ne? Also ich denke mal, das war einfach eine Entscheidung für die Sammler, vom Sammler für die Sammler, also von mir für euch, ne? dass ich euch meine Sammlung zeige, was ich gerade an coolen neuen Actionfiguren habe, um das vielleicht auch mal so ein bisschen zu vergleichen und vielleicht auch den einen oder anderen schon mal einen kleinen Ersteinblick zu geben. Das war eigentlich die Entscheidung dahinter. Und die allerletzte Frage heute kommt von ein bisschen dies, das, keine Ahnung. Und er fragt, was ist deine Lieblingssüßigkeit? Ich höre da hinten schon einen Walking Turtle schreien, Snickers! Ja, also
Ihr könnt mich immer mit ein bisschen Snickers natürlich besänftigen oder auch beruhigen. Na, ich esse natürlich gerne Snickers. Aber ich bin auch ein großer Fan von Kinderschokolade, muss ich sagen. Gerade die Kinderriegel, das ist eher so meins gewesen. Oder Kinderschokobons, das sind so meine Lieblingssüßigkeiten, die ich persönlich gerne esse. Aber nicht zu viel mehr essen sollte, weil na, euer guter Schnecke hat auch in den letzten Jahren ganz schön zugelegt. Daher ein paar Snickers zu viel am Start gewesen. Aber das ist so das, was ich so mit am liebsten halt esse an Süßigkeiten. Ich bin halt so ein Schoki-Fan. Ne? Und ich denke mal, ja, es gibt natürlich noch andere schöne Sachen, aber alles andere ist dann eher so Nebensache. Bei mir ist es tatsächlich das gute alte Snickers. Ja, das Snickers. Ich hoffe, deine Frage wurde damit beantwortet. Und das war's mit der aktuellen Folge Ask Schnegge. Mehr Fragen im nächsten Video. Sollten euch natürlich jetzt noch selber ein paar Fragen aufkommen und euch brennt irgendwas auf der Zunge, dann schreibt es hier unter dieses Video und ich guck mal, dass ich das dann natürlich mit ins nächste Video mit reinnehme. Danke wie immer fürs Zuschauen. Danke, dass ihr so fleißig dabei mitmacht. Und ich würde sagen, liebe Leute, wir sehen uns dann im nächsten Video. Also, macht's gut. Bis denne dann und natürlich reingehauen.